Operationsroboter, so wie er jetzt hier steht, ist eine Hilfe für Chirurgen. Den OP-Roboter kann man überall da einsetzen, wo man früher eben klassisch offen oder über die minimalinvasive, sprich Stäbchentechnik, auch operiert hat. Dem Patienten machen wir heute eine Darmteilentfernung, die eben notwendig gewesen ist aufgrund von Entzündung und Krebs. Wie Sie ja gesehen haben, hat der Roboter vier Arme, die der Operateur zusammen mit seinem Assistenten eben steuern kann. Und dadurch gelingt es ihm eben, ein relativ stabiles Operationsfeld zu bewahren. Der weitere Vorteil des OP-Roboters ist natürlich, dass die Kamera, die dort in diesem OP-Roboter verborgen ist, eine noch höhere Auflösung darstellt, so dass man eben noch genauer gucken kann. Wir wollen ihn natürlich in der weiteren Entwicklung auch, wie wir es jetzt schon gemacht haben, in der Speiseröhre oder bei der Bauchspeicheldrüse oder bei anderen Operationen, die wir hier durchführen, anwenden. Es ist ein relativ aufwendiges Trainingsprogramm, was man durchlaufen muss. Es kann auch nicht jeder einfach sozusagen mit dem Operationsroboter arbeiten. Ich kann mich selber als Operateur natürlich viel mehr entspannen und habe eine ruhigere Sicht auf die intraoperativen Dinge, wie ich sie hätte, wenn ich direkt da am Tisch involviert bin. Kommunikation innerhalb des OPs ist eine andere geworden, weil sie im Gegensatz zu früher, wo sie direkt am Tisch gestanden haben, jetzt ja hier die Operation zumindest mit ihrem Tischassistenten und mit der Tischpflege zusammen koordinieren. Also müssen Sie sozusagen über dieses eingebaute Mikrofon und die Richtmikrofone, die im OP-Roboter versteckt sind, müssen Sie kommunizieren und klare Ansagen machen, wie zum Beispiel gerade, rechts, links. Je genauer ich arbeite, desto schonender ist es letztendlich für den Patienten. Die größte Herausforderung ist, dass Patienten nach einer Operation nicht mehr so schnell aus dem Bett kommen, weil sie eine große Narbe haben, weil sie eine lange Narkose hatten, weil sie nachher verwirrt sind, Übelkeit und Erbrechen haben. Und gemeinsam entwickeln wir Strategien, damit Patienten schnell wieder fit werden. Und ein Teil davon ist die Roboterchirurgie. Jeder ist für den Operationsroboter geeignet. Es gibt da keine Einschränkungen. Letztendlich muss man aber natürlich sehen, wenn der Patient da ist, dass man gemeinsam bespricht, für wen ist es sinnvoll und für wen ist es passend. Wir sind jetzt mit dabei in der Neuentwicklung der sozusagen roboterunterstützten Operation.